Die Silberlachse laufen mal wieder in RF4 und wir haben ein paar Spots und Köder, die besonders gut funktionieren. Also, ran hier. Android gestern noch schön eingezogen, an dem Spot stehe ich gerade. Die Mira hat auch noch einen wunderbaren Silberlachs mit 5,2 gefangen. Und ich bin heiß auf Silberlachs, nicht nur wegen der Kohle, sondern weil mir der Brocken auch noch als Trophy fehlt. Von daher mal ran hier. Und ich glaube, die Koordinaten kann man sich richtig gut merken. 179, 179, so ungefähr. Man kann vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. So in Richtung 180 oder 179, 178. Aber halt hier in diesem Bereich, da will man sich aufhalten. Ganz in der Nähe vom Camp. Und das Spannende, die Mira hatte genau auf der anderen Seite, da oben, die Brocken gefangen. Also sowohl hier in Richtung 3,5 Meter, als auch hier unten lückt der Lachs. Und von daher bin ich da nochmal dran und versuche mein Glück. Wir haben es jetzt gerade 3:30, das heißt so langsam geht die Sonne auf. Es wird langsam hell. Ja. Und ja, das heißt für uns Attacke Vollgas. Heißt also rechtzeitig zum Yama, damit man die frühen Morgenstunden mitnehmen kann. Man hat nur den Tag richtig Zeit dafür. Sobald es 22 Uhr ist, 23 Uhr, zack, Ende. Bedeutet, in den Minuten, ungefähr 40 Minuten, müssen wir alles rausziehen, was das Zeug hält. Ich habe gestern Abend schon ordentlich probiert. Wir standen hier mit 5, 6 Leuten, maybe. Also es war hier schon ordentlich was los. Alle schön auf Silberlachs. Und es ging ganz gut. Was ich noch nicht getestet habe, ist der Köder, den ich jetzt gerade dran habe. Den will ich auf jeden Fall gleich nochmal testen. Ansonsten zeige ich gleich noch natürlich die populärsten Köder, die ganz gut funktioniert haben. Und wohin und wie weit ungefähr zu werfen ist. Ich hatte ganz gute Erfolge da vorne. Man sieht es da jetzt gerade schön im Mondenschein. Die toten Bäume, die da rumliegen, die auf einen Zug gucken sozusagen. Also das war ungefähr Ziel. Aber dann auch mal ruhig in diese Richtung. Da hinten der letzte Busch sozusagen. Auch das wäre nochmal eine Option. Wobei da hinten ab und zu mal die japanischen Saiblinge rangegangen sind. Dann eher so auf Hunter. Hunter in Gelb. Den nehme ich auch gleich nochmal zum Testen. Ja, und wenn es dann so ein bisschen mehr gegen die Strömung gehen soll, dann da der letzte Busch auf der Seite, dass man so ein bisschen gegen die Strömung zieht. Und dadurch vielleicht so ein bisschen mehr Power hat und ein bisschen mehr Spin-Effekt. Das Ganze ist jetzt hier auf einem relativ, naja, übertriebenen Setup. Ja, weil wegen Route und Rolle. Vielleicht auch wegen der Schnur. Grundsätzlich sehr fein unterwegs. Ich glaube, ich würde unter 15 Kilo als Vorfach bleiben. Deutlich, deutlich feiner. Ich bin extra jetzt hier gerade mit 9 Kilo, ist sogar noch Verschleiß drauf, also unter 9 Kilo bin ich jetzt hier gerade unterwegs vom Vorfach. Fluorocarbon 9 Kilo. Hauptschnur hier jetzt gerade die 15 Kilo geflochtene von Poma mit 500 Metern da drauf, die es dann übrigens am Weihnachtsmarkt wieder gibt. Da werde ich auch nochmal zuschlagen. Denn so für, gerade für sowas hier, für Spinning ist das gar nicht so schlecht. Genau, ich teste jetzt mal als erstes hier, genau, jetzt haben wir schon leicht hell, diesen Vibra. Das ist der ganz große Vibra, das heißt, man kommt schön weit raus. Und den ziehen wir doch erstmal locker flockig durch. Bremse erstmal weiter runterdrehen. Und dann gucken, ob da was drauf funktioniert. Wie gesagt, den hatte ich bisher noch nicht probiert. Beziehungsweise nur in den späten Abendstunden gestern noch. Und da war das dann nicht so gut. Grundsätzlich bei den ganzen Wetterwechseln, zack, bei den ganzen Wetterwechseln hier muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Bäm, da ist er schon. Genau den wollen wir haben. Perfekt. Sehr gut. Genau, bei den ganzen Wetterwechseln muss man natürlich ein bisschen drauf achten, dass man
die Köder immer wieder ein bisschen anpasst. Farbenmäßig, vielleicht auch die Geschwindigkeiten anpasst und so weiter und so weiter. Wenn man eine Farbe und einen Köder gefunden hat und das passt gerade von der Temperatur und von der Einholgeschwindigkeit und sowas, natürlich zusehen, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Mir ist aufgefallen gestern, es war ein sehr umstürzendes, sehr schnell wechselndes Wetter auch immer mal wieder, dass man dann tatsächlich auch wirklich viel testen muss. Also legt euch eine Handvoll Köder schon mal zur Seite. Legt die oder richtet die von den Hakengrößen gut ein. Ich sag mal, 1er, 1-0er Haken sollten für diese Fische durchaus reichen. Ganz so riesig groß muss man da gar nicht dran gehen. Und dann gib ihm. Einfach schön durchziehen und ein bisschen experimentieren. Auch mal mit schnell und mit langsam. Und gucken, was dann da drauf alles so reingeht. Also jetzt, wie gesagt, den Köder hier das erste Mal testen. Ich war gerade schon ein bisschen überrascht, dass der so weit hinten, also so weit hier vorne, ufernah reingegangen ist. Gar nicht schlecht. Hatte ich schon fast eigentlich nicht mit gerechnet. Aber wenn das so läuft, kann das gerne auch so weiterlaufen. So. Und jetzt geht's weiter. Zwischendurch mal vielleicht so ein bisschen so einen Stopper machen. Wir haben gerade 10 Grad. Es ist relativ kühl gerade. Soll allerdings den heutigen und den morgigen Tag nicht sonderlich sonnig sein, sondern eher so ein bisschen bewölkt. Gucken wir mal, wie sich das noch verändert. Jetzt ziehen wir mal ein bisschen schneller durch hier mit der Strömung. Und gucken wir mal, ob da noch was geht. Wie gesagt, grundsätzlich von der Vorfachstärke jetzt hier mit 9 Kilo gar nicht verkehrt. Man kriegt die Brocken raus, man geht natürlich extra in den Drill. Aber ich will ja auch diese kampfstarken Brocken haben, die auch vielleicht ein bisschen seltener sind und auch ein bisschen mehr Speck auf den Rippen. Okay, dritte Mal jetzt geworfen, kommt nichts weiter, also direkt der Wechsel auf den Hunter-Köder. Ist, glaube ich, sogar in den Rekorden auch mit drin. Hier ist er, Hunter 1. Der hat hier sogar, ach guck mal, sogar einen Zweierhaken drauf und den einfach mal komplett rausgepfeffert. Bei denen mit Shift jetzt hier, machen wir mal eine 25, Shift und ein bisschen warten. Also da ruhig so ein bisschen jiggen, intervallmäßig so ein bisschen durchziehen. Auch mal eine längere Zeit einfach wieder wegtreiben lassen. Zack, und dann haben wir schon einen Biss. Also die haben gestern auch ganz gut funktioniert hier. Auch das immer so ein bisschen urzeitsmäßig bzw. wettermäßig. Das ging dann im roten Bereich, hat es funktioniert. Dann seht ihr ja in den Rekorden vom Android, welcher Köder da funktioniert hat. Der 15 Grammer Slimshot. Slimshot auch immer wieder sensationell für hier. Slimshot mit 15 Gramm, 12 Gramm, die Type 1, die Blinker auch richtig gut. Ja, wie eigentlich schon in den letzten Videos immer wieder gesagt, zack, und der nächste, hat das immer ganz gut hier funktioniert. Aber wie gesagt, auch hier und heute mit den Huntern. Also Hunter, gelb, tendenziell habe ich gerade das Gefühl, dass sie eher so ein bisschen auf längliche Köder stehen. Ich hatte ein paar Köder probiert, die eher so ründlich und eher so ein bisschen kompakt waren. Da war das nicht so geil. Und bei den etwas länglicheren, schlankeren Ködern, ja, wie auch beim Zanderköder vielleicht, der ist ja auch ein bisschen länglicher, oder der Slimshot, auch das eher schmal. Also die scheinen gerade besser zu funktionieren, als jetzt irgendwie was ründlich-ovales. Vielleicht eher so in diese Richtung gehen, wenn ihr euch da Köder raussucht. Und sagt, okay, mit denen probiere ich es mal. Wobei, einer, der auch funktioniert hat, war der Hypnotic. Den nehme ich auch gleich nochmal. Fällt mir gerade noch ein, weil der ja auch so knacke gelb sein kann. Und da hatte ich es mit beiden probiert. Vorteil, also die gibt es ja in zwei Größen. Vorteil bei dem kleineren, ich kam gerade mit diesem Setup hier, ich sag mal, nicht ganz so weit raus, aber von der Weite her hat es genau gereicht. Ich weiß nicht, ob das da ein Spot genau war, ein Spawn-Bereich. Auf jeden Fall hatte ich da immer wieder ganz gut Bisse drauf. Weißt du was, wir testen den auch mal direkt. Nehmen den mal eben raus, gehen hier auf Hü. Und da sind sie schon, Hypnotic, 7,5 Gramm nur. 1er Puschelhaken hier drauf, jawohl, und gib ihm richtig schön raus. Ihr seht, der fliegt gar nicht so weit. Und
hier dann nur mit so ganz kleinen, Jig-Bewegung immer nur so ein bisschen gezuppelt. Das war ein bisschen tricky. Da waren einige Auswürfe dabei, die halt nichts geliefert haben. Zack. Aber dann, ja, so wie hier auch mal ein paar schöne Brocken dabei. Und ja, sehr gut. Und das Schöne ist einfach, wie gesagt, das ist halt so nah, ne? Also man muss gar nicht so weit werfen. Erstmal so ein bisschen treiben lassen. Und dann so ein bisschen in den Jig. Ich habe jetzt gerade 25er Tempo mit Shift. Eine kleine Umdrehung immer nur. Bisschen warten lassen, bisschen treiben lassen. Und gucken, ob dann da was geht. Also ganz kurzes Gezuppel immer nur. Und wie gesagt, so ein bisschen noch wieder treiben lassen. Und dann lübt das mal und mal lübt das nicht. Und da lübt das wieder. Aber so ist das nun mal. Da kannst du machen nichts. Mal lübt das weniger. Anscheinend hier so ein bisschen weiter links geht das jetzt gerade. Da waren jetzt drei Stück, die jetzt hier vorne eher in den linken Bereich eingeschlagen sind. Vielleicht ist das tatsächlich gerade im Moment hier so ufernah, dass das ein Spawn ist. Das wäre natürlich interessant, da muss man gar nicht so weit auswerfen, ne? Das ist halt der Punkt, ne? Also wenn man gerade mit den Stationärrollen, theoretisch könnte man ja auch einen Clip einstellen und sagen, okay, ich will immer nur so und so weit werfen, wenn ich dann durchleier und durch die Strömung geht der Köder genau in die Richtung, dann beißen da die Brocken rein. Heißt, kann man einfach ja mal testen, wenn man sagt, okay, ich will gar nicht so weit auswerfen, auch wenn es ein Köder ist, der jetzt vielleicht deutlich schwerer ist. Wir können das mal mit dem größeren jetzt gleich eben testen. Ich baue mal eben gleich den größeren drauf. So, wieder ein bisschen treiben lassen. Aber jetzt scheint hier gerade nichts zu gehen. Ah, ich muss die Topwater auch gleich nochmal testen. Topwater. Erstmal machen wir mal den Hypnotic in groß. Da ist er. Hier jetzt gerade mit dem 1-0er Haken auch. Und dann machen wir das einfach mal mit dem Clip. Ich clip das hier jetzt mal auf. Gucken wir mal, wie das ist mit 20 Meter. Muss ich so weit? Komme ich, glaube ich, gerade so rein, ja. Ungefähr auf 20 nach. Und gehe auch hier einfach nur so intervallmäßig so ein bisschen rein. Und dann gucken wir mal, ob das was bringt. Dass man dann halt, wie gesagt, ungefähr an die gleiche Stelle wieder wirft, ne? Jetzt haben wir sogar Jigführung hier und noch ein Biss. Na, guck. Irgendwas Kleines. Ich werfe mal so bis halb aus. Reicht das? Komme ich dann? Ja, da komme ich genau rein. Okay. Also ich merke mir das in der Regel. Ich mache das in der Regel nicht mit dem Clip. Also ich merke mir in der Regel, wie weit ich auswerfe. Und wenn ich dann merke, dass, keine Ahnung, jetzt in dem Fall auf halb ausgeworfen. Und ich merke, immer wenn ich auf halb auswerfe, an der Stelle rasseln dann irgendwann die Brocken rein. Naja, dann habe ich halt die ungefähre Entfernung, ne? Dann passt das schon. Aber man kann das, wie gesagt, wenn man sich da unsicher ist mit dem Auswerfen, natürlich mit dem Clip machen. Allerdings sollte man das eben halt auch nicht übertreiben. Wenn man nicht so weit auswerfen will, dann eben auch nicht so voll aufladen, weil das eben natürlich auch den Verschleiß fördert. So, hier vorne geht aber nichts mehr. Ich mache das nochmal wieder raus und leier einfach mal ein bisschen durch. Das heißt, ich lade jetzt mal ein bisschen weiter auf. So, genau. Und dann einfach mal locker durchleiern. Auch das geht ja immer wieder ganz gut. Machen wir mal wieder so ein bisschen langsamer. Vielleicht... Na, guck mal. Na, guck mal. Da geht auch schon was rein. Irgendwas zwischen... Was war das jetzt? Um die 15 vielleicht. Und der nächste kleine Silberlachs. Ah. Das war jetzt ein bisschen weit. So. Und nochmal wieder durchleiern. Joa, nicht schlecht. Jetzt gleich kommt nochmal die Topwater dran. Die Topwater auch immer sensationell. So, der nächste Lüde. Und dann nehmen wir mal hier die Walker. Und was ich noch nicht probiert habe, genau, die hier unten will ich gleich nochmal testen, im gelblichen Bereich. Den auf jeden Fall nochmal hier testen. Der Angry Walker. Dafür gehe ich auf maximale Einholgeschwindigkeit. Und auch den, der wird kurz durchgegiert sozusagen. Zack, zack, eine Umdrehung. 50 plus Shift. Einfach mal ganz kurz hier durchziehen. Zap, zap.
Und da ist auch schon was Kleines dran. Jawohl. Einser Haken habe ich hier drauf. Ich hatte das vor kurzem erst geändert. Ah, genau. Da waren auch gestern einige Lennox bei. Gucken wir mal, ob die hier... Ich mache gleich den schwarzen nochmal drauf. Zack, der nächste. Sehr schön. Auch noch ein bisschen mehr Gewicht. Jawohl. Läuft. Ja, aber ihr seht, Frequenz ist super. Spot funktioniert. Zielfisch ist vor allem da. Das ist halt richtig gut. Zielfisch einfach immer wieder wichtig, dass man dann auch die Fische fängt, die halt die Kohle bringen. Und das sind eben die Silberlachse, die Rotlachse. Ja, zwischendurch mal ein schöner Lennox ist natürlich auch nicht verkehrt. Weniger von den ollen Keters, mehr von den Fischen, die dann auch die Kohle bringen. Auf dem feinen Setup bisher zum Glück und toi toi noch nicht ein König hier an der Stelle. Auf die bisher getesteten Köder. Also kein König bisher, sondern einfach nur entspannte und gut drillbare Fische. Ich sag mal so bis 5 Kilo ungefähr. Da waren die Brocken bisher dabei. Und das war alles auf dem Setup durchaus möglich. Also wie gesagt, auch mit dem kleinen Vorfach hier, ne? So, jetzt nehmen wir nochmal den schwarzen drauf. Und ihr seht, wie viel unterschiedliche Köder immer wieder ausprobieren, immer wieder gucken, was halt gerade funktioniert. Was auch ein paar Mal passiert ist, dass ein Köder funktioniert hat mit den ersten 3 Fischen ungefähr und dann auf einmal war Ende. Also kann durchaus sein, dass es halt vielleicht einfach nur ein paar Fische waren, die dann darauf angesprungen sind an den Stellen. Und vielleicht war es das dann. Oder Wetterumschwung schon wieder. Etwas andere Temperaturen. Und schon geht nichts mehr rein. Ne? Der ging gerade gar nicht, also sofort wechseln. Anderer Walker. Ich nehme mal einen von diesen hier. Nehmen wir mal den pinken hier, oder? Oder den? Ich nehme mal den pinken. Hakengröße, alles Einser. Okay, baller ich mal volles Met raus. So. Da hatte ich ein paar Mal schon die Regenbogenforellen drauf. Schauen wir mal, was da geht. Und danach teste ich auch nochmal die X-Serie, die letztes Weihnachten mit rausgekommen sind. Die Topwater. War das letztes Weihnachten? Ich glaube schon. Da geht aber auch gerade bisher noch nix. Ne, auf die ging nix. Dann nehmen wir nochmal hier einen anderen Walker. So ein bisschen silbrig vielleicht. Vielleicht triggert das auch hier dann nochmal die Silberlachse. Entfernung ist hier perfekt. Ich sag mal so von der Weite. Ich würde sagen ein Drittel weit raus. Ja, wenn man das ganze Gewässer sieht. Jetzt rein optisch gesehen ungefähr bis zur Hälfte. Also ungefähr bis da. Sieht man das? Nee. Oh, guck mal, da geht noch einer rein. Bisschen treiben lassen. Das ist doch gut, ey. Also, einfach mal ein bisschen langsamer durchziehen. Wen haben wir denn da, ey? Nee, ne? Bäm, die Kamtschatka auf den Grauen diesmal. Auf dem Grauen. Also, lassen wir ein bisschen treiben. Bisschen ziehen, bisschen treiben. Langsam agieren. Vielleicht ist es das eher, was die Brocken zieht. Oder gieren und treiben. Oder gar nichts machen. Kann auch sein, ne? Man kann die auch manchmal einfach nur langsam durchleiern. Mit ein paar Pausen. Auch durchaus möglich. Also, viel rumexperimentieren. Ich glaube, mehr als das an Infos braucht man nicht. Attacke Vollgas. Natürlich auch mit Spinnern. 12 Gramm Spiker durchballern. Auch das funktioniert immer wieder ganz gut hier auch an der Stelle. Einfach mal testen. Spot ist bekannt. Setup ist bekannt. Köder sind bekannt. Gönnt euch ein paar schöne Silberlachse. Sollen wir nochmal reingehen in den Kescher gucken? Ich würde sagen, wir gucken nochmal eben kurz in den Kescher. So, da sind wir dann auch schon am Fischmarkt und dann gucken wir mal eben kurz rein. Jetzt hier 15 Minuten das Ganze und 15 Fische, das passt doch ganz gut.
und 144 Tacken. Das passt natürlich noch besser. Die Kamtschatkas bringen gut Kohle. Die Silberlachs, ihr seht es selbst, in dem Gewicht hier. Und ich sag mal, das sind wirklich ja die, die auch regelmäßig reingehen. Um die 20 Silber für so einen Lachs ist einfach der Hammer. Ja, Kamtschatka-Regenbogen, ne? Besser geht nicht. Also, Attacke Vollgas, auch hier die kleineren, gar nicht verkehrt. Klar, man will natürlich hier die, die auch die richtige Färbung haben, die silbrige, manchmal werden die ja auch rot. Das ballert halt auch richtig, richtig gut rein von der Kohle. 144, Kratsching und ich habe die 60.000 geschafft. Bäm, Alter, Weihnachtsmarkt kann kommen. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren. Dann, ja, sehen wir uns auch im nächsten Video oder meinem Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.